Das waren jetzt viele Informationen, die mich nicht so wirklich weitergebracht haben. Auch Happy Birthday ist sehr traurig. Aber er hat immerhin Brezeln. Er hat Brezeln, ja, komische Brezeln. Wir versuchen einfach mal, warum nicht? Hi, Vater Frodaftitel. Vermutlich mag er es nicht, wenn jemand seine Geburtstagsbrezeln mitgehen lässt. Ich meine, Gesundheit, ne? Das sind gerade sehr sinnvolle Untertitel gewesen. Ja, oder? Man hat es besser verstanden dadurch, findest du nicht? Also, so, Happy Birthday. Da steht Happy Birthday. Toll. Oh, nein. Na, wieso klau doch? Wir reden mal mit dem betrunkenen Seemann, der hat bestimmt tolle Sachen zu sagen, oder? Hi ho, alter Schwede. Oh, Pilz. Was gibt's Neues? Du kannst das mir gerne übersetzen, wenn du verstehst, was er sagt, ne? Also. Ich versuch's. Noch irgendwelche brandheißen Neuigkeiten? Vielleicht will er dein Crewmitglied werden. Das wäre natürlich lustig. Ich wüsste jetzt zwar nicht, wie er mir helfen könnte, wenn er jetzt halt besoffen ist, ja, aber. Ja. Hättest du Lust, mich als Mitglied meiner Crew auf eine gefährliche Abenteuerreise zu begleiten? Wasser! Wir suchen auf den 7 Meeren nach versunkenen Schätzen. Flubadididu! Das heißt Flubadididu. Okay, ja, das hat schon einen gewissen Klang, ne? Flubadididu. Möchtest du wirklich nicht bei mir anheuern? Wasser! Wir könnten brandschatzen. Ja, machen wir es. Wir könnten ein kleines Fischerdorf plündern und brandschatzen. Snibbel, ja, verstehst du? Snibbel. Mhm. Möchtest du wirklich nicht bei mir anheuern? La Bamba. Das klingt wie so ein exotischer Tanz, ja. La Bamba. So ein Standard-Rauben- und Brandschatzenreise. Wie schon gesagt, das wird eine Standard-Rauben- und Brandschatzenreise. Ja, ich schätze, das klingt irgendwie unmoralisch. Möchtest du wirklich nicht bei mir anheuern? Estonia? Estonia? Okay. Ja. Wir segeln nach Luke Ryland. Dort treffe ich mich mit den Anwälten meiner Frau. Ratsfrau! Du hast recht, das klingt ziemlich dämlich, wenn ich es laut sage. Ja. Klingt auch gar nicht so spannend eigentlich, wenn man es mal wirklich so ausspricht, ja. Was trinkst du denn da? Was ist das? Was trinkst du da? Flubadididu. Okay, das nehme ich in der Bar auch immer. Flubadididu. Eine Runde Flubadididu für mich und meine Freunde. Ja, da muss man das Rezept geben von Flubadididu, ne? Also, das muss ja gut schmecken hier. Na, was für einen Fusel trinken wir denn heute? Ratsfrau. Okay, die Brezeln gibt's ja mir nicht. Könnte ich deine Brezeln haben? Du siehst sehr beschäftigt aus. Ich geh dann mal. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Australopologie. Was? Was? Australopologie? Was ist das? Lieber Floppy, sei mal so gut und google mal für mich. Australopologie? Was hat er gesagt? Ich geh nochmal zu dem hin. Das, ich hab's verstanden, was er gesagt hat. Australopologie? Hi ho, alter Schwede. Balsack! Du siehst sehr beschäftigt aus. Ich geh dann mal. Gibt's nicht. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Okay, sag nur was anderes. Und, hast du schon eine Idee, was du machen musst? Ja, ich kann mir schon vorstellen, was tatsächlich. Ich glaube, ich habe ein neues Ziel für meine Dartscheiben. Ahoi, Matrosen. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Ja, nimm mal hier... Den Mast am rechten Bildschirm. Nee, den Ballon. Komm. Ich wette, dass du den Ballon da drüben nicht triffst. Was ziemlich gemein ist, ehrlich gesagt, aber... Arbeitet. Ja. Was, ist er tot jetzt? Wow, ziemlich gut. Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade an seinem Geburtstag getötet, oder? Ja, ich werde dann mal gehen. Bist du immer noch da? Tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, ich speichere nochmal, also. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Einfach mal anstupsen. Guck Hast mal. Du einen spitzen Stock oder sowas? Aktuell habe ich noch gar nichts, also. Das, also erst mal nicht die komischen Brezeln, jetzt habe ich sie, es hat lange genug gedauert hier. Ich denke, er braucht sie nicht mehr. Nein.
Ist die? Jetzt hätte ich gerne einen Schluck Rock zum Nachspülen. Okay, wie kann ich die wegpacken? Ich glaube mit I. Uch. Wieso bist du jetzt wieder draußen? Ja, weil ich O gedrückt habe. Bei O komme ich immer wieder ganz nach draußen. Das ist ganz komisch. Inventar, okay. Da sind sie aber schon mal. Wir haben ja so ein schönes Kreis. Inventar ist so seltsam. Ja. Ich glaube, er hat sich gerade bewegt, oder? Also tot ist er noch nicht. Guck mal, versuchen wir mit ihm zu reden. Ich hätte auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Er bewegt sich gerade doch nicht. Also ist er wirklich... Okay, ich rede mal mit ihm. Hey, wie ist das Wetter da unten? Okay, alles gut. Okay. Alles gut, wir sind keine Mörder. Beruhigend. Was hinter dieser Tür ist, kann man noch nicht mal mit einer Rettungsweste retten. Ich sehe hier nichts, das ertränkt wird. Außer vielleicht ein paar Sorgen. Dieser Fisch hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja, können wir den mitnehmen irgendwie? Vielleicht? Das kann ich nicht verwenden. Ja, dann nicht. Was bist denn du einfach noch verwegen? Ach du Scheiße. Also von der Seite sah auch nicht so schlimm aus, ne? Ja, reden wir mit dir. Guten Tag. Hi ho, alter Seeräuber. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wie heißen Sie? Käse. Ignatius Käse. Okay, Ignatius Käse, okay. Ja, die erste Sache, die man sagt, Sie haben wirklich dicke Arme, Mr. Käse. Sie haben wirklich dicke Arme, Mr. Käse. Das kommt vom vielen Beleidigungsarmdrücken, Mr. Threepwood. Naja, ich erinnere mich. Beleidigungsarmdrücken, das kann ich mich noch erinnern. Was Sie meinen, ist Beleidigungsfechten, alter Trottel. Sie sind nicht auf dem Laufenden, Mr. Marley. Als Sie weg waren, setzte sich das Beleidigungsfechten-Paradigma auch bei anderen Freizeitaktivitäten der Piraten durch. Paradigma? Tja, heutzutage können Sie nicht mal eine Partie Schach spielen, ohne ein knackiges Bonmot vom Stapel zu lassen. Ich glaube, ich habe in einer Essensschlacht mal so ein Bonmot geworfen. Eine besondere Spezialität ist das Beleidigungsarmdrücken. Damit konnte ich bisher jeden Versuch einer feindlichen Übernahme abwehren. Ja, schauen wir, ob wir das ändern können, ne? Wahrscheinlich will er, dass wir gegen den antreten. Ne? Hätten Sie Lust, sich meiner mächtigen Piratencrew anzuschließen, Mr. Käse? Und was beim Klabautermann wäre meine Aufgabe in dieser mächtigen Piratencrew? Das ist eine gute Frage. Wir wissen ja nicht mal, was die Aufgabe von Otis und Carla eigentlich ist. Ne? Die sind einfach dabei und sonnen sich wieder wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Ja, Sie würden mit einer Horde von Kretans nach Luker Island segeln, um sich dort mit den Anwälten meiner Frau zu treffen. Na, das hört sich nach einer angemessenen Aufgabe für einen mächtigen Navigator wie mich an. Wirklich? Ei, ei. Gewässer am Luker Island sind sehr tückisch. Nur ein erfahrener Seemann kann sie durchfahren. Die Herausforderung würde mich wirklich reizen. Aber... Aber was? Ich kann nicht. Warum ist das für viele so motivierend, so dieses... Wenn ich sowas hören würde, würde ich sagen, ja, klingt jetzt nicht so geil. Also ich kann mir eine schönere Abend als das nicht vorstellen. Wirklich. Vor allem Anwälte. Ja, die Anwälte der, meiner Frau. Wow, super. Das klingt nach einem Richt. Also da kannst du noch später. Später sitzen wir dann am Lagerfeuer und erzählen da sozusagen, ne, den unserem Piraten. Ah, weißt du noch damals, als wir bei den Anwälten meiner Frau waren? Ah, das waren noch Zeiten. Da waren wir noch echte Piraten. Warum nicht? Hat sich jemand auf diesem Stuhl festgekleistert? Ja. Nun, dass Sie es erwähnen, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht mitkommen kann, Mr. Superschlau. Gut, warum dann? Weil ich meine Bar nicht so lange allein lassen kann. Man würde sie mir unter dem Hinterbett stehlen. Sie sind der Eigentümer der Scamba? Ja, das bin ich. Interessant. Das heißt, wenn wir den irgendwie überzeugen können, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwie unseren Barmann da hinten in Ruhe lassen und dann können wir den vielleicht auch anhören. Obwohl das komisch wäre oder so. Ich meine, er sagt dann nö. Dann wäre niemand mehr da. Ja. Aber vielleicht, ja gut, das ist ja wirklich ein bisschen sonderbar. Das ergibt eigentlich keinen Sinn, ja. Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Scamba einem Mann gehört, der Käse heißt. Passen Sie auf, was Sie sagen, Driftwood. Threepwood. Wie auch immer. In jedem Fall. Ich muss eine feindliche Übernahme meines Ladens durch einen australischen Immobilienhai abwehren. Bitte? Sind Sie taub? Ein schmieriger Australier möchte sich meine Bar unter den Nagel reißen. Mit Pistolen, Schwertern und Kanonen? Schlimmer.
mit Beleidigungen, Sticheleien und Spott. Ich musste mein ganzes Können im Beleidigungsarmdrücken ausspielen, um den Kerl auszubremsen. Mann, wenn nicht gerade meine Frau für tot erklärt worden wäre, würde ich sagen, dass das die abgefahrenste Geschichte ist, die ich in dieser Woche gehört habe. Okay, also er konnte sozusagen, er hat es geschafft, mit Beleidigungsarmdrücken den abzuwehren, ne? Aber Carla nicht mit ihrem Beleidigungsfechten, ne? Sie ist ja... Ja, und sie ist wesentlich erfahrener. Ja. Allein die Geschichten von Port Royals, damit Captain Smirk. Ja, deswegen, also finde ich ein bisschen unglaubwürdig gerade irgendwie, aber okay. Vielleicht verarscht er uns auch einfach nur. Vielleicht will er einfach besonders tough wirken. Ein besonders harter. Er ist kein Weichkäse, verstehst du? Er ist ein Hartkäse, ja? Ja. Moment mal, ihr Name. Das heißt ist ein Schimmelkäse. Käse? Genau. Käse? Ei, ei. Tut mir leid, aber Ihr Name ist einfach zu absurd. Wenn Sie das sagen, Mr. Threepwood. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Name Threepwood eine lange und noble Geschichte hat. So wie mein Name. Erzähl mal. Ich würde zu gern mehr über die lange und edle Geschichte der Käsefamilie erfahren. Ei, ei, spitzen Sie mal die Ohren. Wenn man über meine Familie spricht, muss man natürlich bei meinem Urgroßvater beginnen, der einen mobilen Reparaturdienst für Kutschräder gründete. Wie hieß Ihr Urgroßvater? Haben Sie etwa noch nie etwas von Adea Chemus Käse gehört? In meinem Beruf fährt man selten mit Kutschen. Tut mir leid. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Nun, da wäre noch mein Großonkel. Wodurch wurde der berühmt? Er ist ein staatlich anerkannter Heiliger, der in jedem Konflikt absolut neutral bleibt. Lassen Sie mich raten, heißt der Schweizer? Ah, Sie kennen ihn also. Wow. Oh, komm. Der tut weh. Das ist so Richard Dead Joke. Also wirklich mal, das ist ja ein... Oh, nee. Okay, das vergessen wir jetzt, also dass wir das gerade gehört haben. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Mein Bruder macht sich auch gerade einen Namen. Wirklich? Als was? Er reitet als Indianerhäuptling durch die Gegend. Lassen Sie mich überlegen. Brie? Hey, Sie kennen sich aus? Oh. Okay, lass mal die Käsewitze, glaube ich. Ich will es nicht mehr weiter hören, ehrlich gesagt. Ja, komm. Kann ich Sie irgendwie dazu bewegen, dass Sie auf meinem Schiff als Navigator anheuern und mich nach Lucre Island bringen? Ich lasse mich gerne überreden. Was haben Sie denn zu bieten? Ich finde ja schön, dass die alle so gewillt sind. Also Carla und Otis konnte ich einfach überreden, so, ohne Probleme. Er sagt so, ja komm, schlag mir was vor und dann ist gut. Also das, weiß ich nicht, sind alle ziemlich gewillt hier. Ja, Beleidigungsarmdrücken würde ich Wenn mal sagen. Wenn ich Sie im Beleidigungsarmdrücken schlage, heuern Sie dann als Navigator an? Ein interessanter Plan, Threepwood. Finden Sie? Natürlich. Wie wäre es damit? Wenn Sie mich schlagen, bin ich Ihr neuer Navigator. Großartig. Aber nur, wenn Sie mir einige neue Beleidigungen verraten. Einverstanden. Und dann zeigen Sie, was Sie können. Ja, wahrscheinlich läuft es nach den Regeln des... Okay, scheinbar... Der Stuhl kommt der jetzt plötzlich her. Einfach so magnetisch angezogen oder was. Ja, wahrscheinlich läuft das nach den Regeln des Beleidigungsfechtens auch, dass wir Sachen erstmal erlernen müssen. Was nehmen wir denn? Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Ich bin der Gummi. Der Kleister bist du. Oh, das ging ja schnell. Ich zerreiße deine Hand in 1 Million Fetzen. Ja, ich zerreiße deine Hand in 1 Million Fetzen. Ich zittere. Ich zittere. Wow. Mach mal das mit Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Das gefällt mir irgendwie. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, zu schade, dass keiner davon in deinen Armen ist. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Also ich hatte tatsächlich in Erinnerung, dass das sich reimen muss. Ich glaube, das war dann wirklich dann eher bei Dings hier der Fall. Ne? Bei, also das war auf See. Ja. Irgendwas mit Mücke, was haben wir hier? Ja gut, das ist falsch, aber egal. Wenn ich bin, brauchst du eine Krücke. Doch, war richtig. Ja, aber hat geklappt. Aber seins hat sich doch auch gerade nicht gereimt, oder? Na gut. Gibt es auf dieser Welt eine größere Memme als dich? Sie sitzt mir gegenüber. Also was fragst du mich? Du bist das hässlichste Wesen, das ich jemals sah. Der kennt Edna nicht. Ja, deswegen.
Mit Ausnahme von deiner Frau, so viel ist klar. Oh, du bist ein... Ja, wahrscheinlich sowas kann man nicht nehmen, das sind dann wahrscheinlich einfach so... Also, ja, das, die sind so unkreativ, die Beleidigung, Mistkerl und Blödmann. Du bist nicht sehr nett, ist aber auch, ui. Das nehme ich einfach mal. Du bist nicht sehr nett. Das ist sehr hart. Oh, bitte, nennst du das eine Beleidigung? Ich werde deine Knochen zu Brei zermalmen. Du bist nicht sehr nett, also... Ne? Ich werde mich wehren, bis die Griffel dir qualmen. Sehe ich da Spuren der Angst in deinem Gesicht? Ich zittere, oh, ich zittere. Na, so gut ist er dann scheinbar doch nicht, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich habe mit diesen Armen schon Kraken bezwungen, das ist natürlich. Ja. Ich habe mit diesen Armen schon Kraken bezwungen. Und Babys wohl auch. Na, der Witz ist gelungen. Naja, nicht so wirklich. Sehe ich Spuren der Angst in deinem Gesicht? Ja, hat man das anders nicht schon? Also nee, das dann ist, runter würde ich nehmen. Ja, das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Nee, das mit der Gicht finde ich geil. Dafür habe ich in der Hand nicht die Gicht, ja. Dafür habe ich in der Hand nicht die Gicht. War okay, war falsch. Ich reiße deine Hand in eine Million Fetzen. Ja, Fetzen, haben wir was, das sich auf Fetzen reimt? Fetzen. Alles klar, deshalb bist du so dick, ja, das war's natürlich. Aber Fetzen haben wir gerade nichts, der kann es graus, gelungen, Affe, Fetzen. Na, scheinbar haben wir die Beleidigung noch nicht, also manche... Aber ist immer das. Dann ist alles klar, du bist deshalb so dick. Ich hab gewonnen. Komm später wieder, wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst. Ich will trotzdem wissen, wo der Stuhl herkommt, also der kommt einfach aus dem Nichts geschossen, ja. Ja. Ich glaube, wir müssen mal mit Mr. Käse reden. Ich glaube, wir können ihn schon besiegen. Hallo, Mr. Käse. Was gibt's? Weiter geht's. Wie wär's mit einer Runde Beleidigungsarmdrücken, Mr. Super Bizeps? Jederzeit. Wenn Sie gewinnen, haben Sie einen Navigator. Sie fangen an. Kriegen wir hin. Und wusch. Ja, Sie fangen an und ich muss anfangen. Okay, so viel zu dem Thema. Ach ja. Nach diesem Spiel trägst du den Arm in Gips. Ich bin der Gummi. Der Kleister bist du. Das heißt eigentlich, ich bin Gummi, du bist Stahl, oder? Ja. Hey, schau mal da drüben. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. Ja. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. Oh, behalt sie für dich. Sonst bekomme ich noch Pusteln. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Unglaublich erbärmlich, das sag ich ab jetzt ich. Ich glaube, das wird die richtige Antwort sein, denke ich mal. Unglaublich erbärmlich, das sag ab jetzt ich. Ja. Alle Welt fürchtet die Kraft meiner Faust. Wobei mir vor allem vor deinem Atem graust. Na gut, der war gut. Der war gut. Ich reiße deine Hand in eine Million Fetzen. Fetzen, wir haben immer nichts, dass ihr auf Fetzen reimt, ne? Nicht wirklich. Fetzen. Ja, keine Ahnung, wir haben es noch nicht. Also. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke. Du bist das hässlichste Wesen, das ich jemals sah. Ja, und jetzt war von wegen... Du, irgendwas sah, mit deiner Frau war das. Ja. Sah. Sitzt mir gegenüber. Was fragst du mich? Mit Ausnahme deiner Frau, so viel ist klar. Mit Ausnahme von deiner Frau, so viel ist klar. Ja gut, also ich weiß ja nicht, ob das zufallsgeneriert ist. So, das mit dem Kraken hat er schon beantwortet. Unglaublich. Weiß ich nicht. Gibt es als dich, nehmen wir das, keine Ahnung. Gibt es auf dieser Welt eine größere Memme als dich? Ach ja. Ja, siehst du, das zum Malm, Qualm hatten wir auch schon. Hey, schau mal, drüben, Fetzen, Wicht. Mücke und Krücke hatten wir aber auch schon, weiß ich nicht. Mhm. Den Stellen hatten wir auch schon. Mem, vernasch zum Frühstück, oder das mal. Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Dann ist alles klar. Du bist deshalb so dick. Gib auf, oder was? Ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Sagt jemand, der dreifach so dick ist wie ich, ne? Also, so Mücke und Krücke haben wir auf jeden Fall. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke. Och ja, es ist so wesen.
bist ein großer Eierkopf. Oh. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Oh, ich dachte, das wäre eine gute Beleidigung gewesen, aber scheinbar nicht, ja. Dafür hab ich in der Hand nicht die Gicht. Ja, egal, machen wir jetzt einfach durch. Ich weiß nicht. Spuren der Angst in deinem Gesicht? Das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Ich hab mit diesen Armen schon Kraken bezwungen. Ja, der wiederholt doch eh nur, was ich sage, ja. Also bezwungen. Und Babys wohl auch, der Witz ist gelungen. Und Babys wohl auch, na, der Witz ist gelungen. Du bist das hässlichste Wesen, das ich jemals sah. Ja, muss jetzt durchgehen. Mit Ausnahme von deiner Frau, so viel ist klar. Hey, Idane ist hübsch. Ich wollte gerade sagen, also... Gesicht, das ist ein Lachen, du Wicht. Wow. Das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Macht ja sehr viel Spaß ja gerade. Ja, mit der Großmutter, wir hatten ja halt schon alles. Das ist halt so... Das ist auch schon, aber... Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Ja. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, alles schon... Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Unglaublich erbärmlich. Das sag ab jetzt ich. Gibt es auf dieser Welt eine größere Memme als dich? Ja, gibt's die als dich... mir gegenüber. Sie sitzt mir gegenüber, also was fragst du mich? Ich hoffe, es gibt ja auch mal ein Ende. Ich auch. Also, ja, wenn man jetzt... Es zieht sich gerade. Wenn man die Jokes jetzt irgendwie 20 Mal hört, irgendwann ist mal gut, ne? Also... Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Ich zittere, ahoo! Ich zittere! Also, das verstehe ich nicht, dass mit der Mücke zum Beispiel... Also, den haben wir ja schon gebracht, den Joke, ne? Also warum zum Beispiel antwortet er darauf nicht? Also ist das wirklich random oder steckt da irgendwie... Ja, steckt da irgendwie... Keine Ahnung, aber es scheint so. Ich werde deine Knochen zu Brei zermalmen. Ach ja. Na endlich, meine Güte. Gewonnen. Boah, das war eine schwere Geburt. Du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere, du hast einen Navigator. Ja, hat doch lange genug gedauert. Man muss sagen, Beleidigungsfechten hat mir mehr Spaß gemacht, ne?